Ja, und Bodyguards. Ah, ihr seid doch noch zurückgekehrt. Und viel früher, als ich erwartet hätte. Nachdem ihr euch auf Havarians Schiff auf den Weg gemacht habt, habe ich mich gefragt, das muss ich ja zugeben, ob ihr die Insel wohl wirklich erreichen würdet und ob ihr zurückkommt. Ich habe mich das auch gefragt, in Anbetracht der Tatsache, dass euer Captain mich verraten hat. Ihr wollt sagen, ihr hattet geplant, dass ich nicht zurückkomme. Simon Havarian hat mich verraten, auf eure Anweisung hin, wie ich denke. Das ist egal, ich bin zurück und brauche eure Hilfe. Nehmen wir mal die Eins. Er hat euch verraten? Das überrascht mich nicht. Oh, schaut mich nicht so an. Mit mir hatte das nichts zu tun. Simon Havarian war ganz und gar nicht einer meiner Männer. Ich habe euch gesagt, dass sie sich nur sehr wenig Schiffe überhaupt trauen, Brynlaw anzusteuern. Also, dass sich nur wenige Schiffe trauen, Brynlaw anzusteuern. Brynlaw. Und ihr habt gesehen, wer sich dort herumtreibt. Havarian war der Bestmögliche, fürchte ich. Wenn ihr wünscht, kann ich den guten Captain aufspüren und ihn für seinen Untaten bezahlen lassen. Ich habe ihm extra etwas bezahlt, damit ihr sicher seid. Wie es aussieht, war das vergeudetes Gold. Nein, das ist nicht nötig. Er schien in seinen Handlungen wenig Wahlmöglichkeiten zu haben und könnte, soviel ich weiß, gar schon tot sein. Sein Schiff ist gesunken und er könnte sogar tot sein. Das reicht mir. Ja, spürt den Mann auf, wenn er noch lebt. Ich will nicht, dass er davonkommt. Nein. Nehmen wir die Eins. Dann ist er mit seinem Schicksal selber überlassen. Das reicht. Havarian hat die Angewohnheit, immer wieder aufzutauchen. Wir werden ihn also bestimmt noch einmal wiedersehen. Der Grund, aus dem ich zurückgekommen bin... Der Grund, aus dem ich euch zu kommen gebeten habe, hat mit Bodhi zu tun. Es ist euch gelungen, ihre Gilde zu vernichten und darüber bin ich auch sehr froh. Aber die Herrin selber scheint überlebt zu haben. Ich weiß nicht, warum sie nach Alcatla zurückgekehrt ist, aber ich kann es nicht riskieren, dass sie sich wieder etwas aufbaut und sich an den Schattendieben und natürlich an mir selber rächt. Ich möchte, dass ihr ihre Existenz endgültig ein Ende bereitet. Ich werde euch keine Schuld an eurem Versagen beim letzten Mal geben. Offensichtlich haben wir beide ihre Macht unterschätzt. Das habe ich sowieso vor. Ich bin gekommen, um euch um eure Hilfe bei dem Angriff gegen sie zu bitten. Das werde ich tun, aber Bodhi ist zu mächtig, also dass ich ohne Hilfe der Schattendiebe angreifen könnte. Nehmen wir mal die Eins. Dann solltet ihr sie bekommen. Ihr habt euch der gesamten Gilde bewiesen und euren Ruf nach Zutain kann ich euch das Leben meiner Männer anvertrauen. Ich werde dafür sorgen, dass Arcanis und Yashiko und andere unserer besten Meuchelmörder zu euch stoßen, wenn ihr Bodhis Katakomben betretet. Ich will sicherstellen, dass wir sie endgültig los sind. Geht zu den Katakomben, wenn ihr bereit seid. Eure Meuchelmörder werden euch dort treffen. Ach übrigens, viel Glück. Na, danke. So, Verbündete für Bodhi. Arad Liver hat zugestimmt, mir im Kampf gegen Bodhi zu helfen. Obwohl die Gilde durch sie sehr geschwächt ist. Alle Meuchelmörder, die er entbehren kann, werden mich unter dem Friedhofsviertel erwarten, sobald ich für den Kampf gegen die Vampiren bereit bin. Ja. Damit haben wir die drei Verbündeten, die wir haben können, zusammen. Und können jetzt mit voller Macht, so gesehen, Bodhi angreifen, die wahrscheinlich nicht damit rechnen wird, dass wir eine ganze Armee gegen sie und ihre kleine überlebende Vampirgruppe auffahren. Weil so viele Vampire sind es, glaube ich, gar nicht mehr, die Bodhi hat. Und wenn doch, haben wir eine Armee jetzt gegen sie. Wir haben Dresit und seine Gruppe, was schon mal sehr viel ist in den Vergessenen Reichen. Wir haben Paladine. Einen ganzen Trupp Paladine und noch die besten Meuchelmörder Ad Cutlers. So. Cromwells Haus. Und dann müssen wir die Taverne und müssen von da aus in Kangaks Grabkammer hinabsteigen. Kangaks wiederbeleben. Und dann töten. Und dann können wir uns auf den Friedhof, auf zum Friedhof machen und gegen Bodhi kämpfen. Ja, wir haben uns definitiv so sehr viele Verbündete gemacht. Nun gut. So. Ich brauche einen Schluck starkes Bier. Guck mal. Hm. Ja. Hm, nee, ich habe nichts dabei, also was machen die? Wer später mit was Interessantem daherkommt, dann vielleicht.
Also ich kann das Horn nicht verbessern. Weil ich nicht die passende, den passenden Edelstein dabei habe. Schade. Mavas Gilde, die ist ausgelöscht. So, es ist nur die Frage, muss ich oben oder unten rein? Keine große Herzen. War doch unten. Ja. Macht ja keinen Ärger. Da ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich gleich trigger, wenn ich reingehe. Also es nicht mehr genau weiß. Was immer ihr wünscht. Hier bin ich falsch. Wenn ihr es wollt. Natürlich. Das war, glaube ich, eins von den Gebäuden hier. Ja, das hier ist es. Genau, Kangax sag. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, Kangax ist, wie man erwarten könnte, weil uns zwei Lichts vor ihm gewarnt haben, ebenfalls ein Licht. Ja, schon unterwegs. Ich erwarte, ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Braucht ihr etwas? Deswegen sollten wir uns gut vorbereiten, wenn wir gegen ihn kämpfen. Ja. Ich bin bereit. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Wir haben auch nicht vor, hier lang zu bleiben, Harry. Ja? Steinhaut hat sie schon gewirkt. Dann verschwimmen. Okay, okay. Du wirkst Spiegelbilder. Fragt nur. Ich warte. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So, Feuchtschutz. Dann brauchen wir noch Schutz vor dem Bösen. Und Verteidigungskoordination. Na, das noch. So. Endlich, Talisa. Habt ihr was gefunden? Ich habe mich schon entschlossen, euch nicht zu helfen. Ich habe die Teile gefunden. Endlich ist es vollbracht. Legt die Teile in das Grab. Die Nahen konnten mich nicht töten. Oh, er steht da wieder auf. Dieser Ort wird euer Grab werden. Ihr seid Nahen, alle. Möge der Tod die Ebenen heimsuchen. Kangax wird alles zerstören. Aber sorgt euch nicht, mein Ritter. Ihr werdet belohnt werden. Mir wird das Privileg eines hübschen, schmerzhaften Todes durch meine Hand zuteil werden. Falscher Sonnenaufgang. Ja. Todeszauber, das wird böse. Mein
Vorsicht, Malaya! Das hat keine Wirkung! Gib mir ein größeres Schwert! Okay, Imoen ist betäubt und hat Panik. Nicht Malaya, Sohn! Gib mir ein größeres Schwert! Meine Waffe hat keine Wirkung. Die Dienerin der Natur ist bereit. Braucht ihr etwas? So, Kangax ist dem Tode nah. Auch immer versteht ihr nicht. Nicht nur sollte ich bis in eine Ewigkeit in der Gruft einsiechen, ich muss auch noch von jemand anderem vernichtet werden, um freizukommen. Ihr habt mich wahrhaftig befreit und die Welt wird schon Asche verbrennen für eure Sünden. Ja. Ja, jetzt ist Kangax zum Halbleichnam geworden. Ich bin frei. Ihr werdet als erster meine wahre Kraft kennenlernen. Ein Halbleichnam ist nur ein fliegender Schädel, der über böseste Magie verfügt. Oh. Ja, Hira ist versteinert. Das ist nicht gut. Und ich hätte einen Quicksave machen sollen, bevor ich... Ja. Eine große Herausforderung. Kangax hätte triggern sollen. Ja. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Wo immer Minsk auch hingeht, okay. Macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ich helfe, wo immer ich kann. Die Dienerin der Natur ist bereit. Schwerter statt Wörter. Was kann ich tun? Stärkung? Ja. Unter der Erde rumzukriechen. Ich warte auf euren Befehl. Fortführen. Auf geht's. Verschwimmen mal. Ich warte. Du machst jetzt Schutz vor dem Bösen. Mana, Potentis, Parum. Deine Verteidigungskoordination. Ist was los? Du eine Hast. Hier noch ein Gebet. Quicksave, da wir jetzt gebufft sind. So, Kangax der Leichnam. Dieser Ort wird. Ja, nicht mal ein Kerzen. Ja, Todesstrahl hat eine böse Wirkung auf ihn. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Habe ich noch einen Flammenschlag? Nee, aber ich habe einen Strahl des Ruhms. Muss wohl was anderes. Zeit aufzubrechen? Ja. Vita! Mortis!
Das könnte jetzt ein bisschen übel werden. Au. Okay, okay. Los, spuck es. Verstanden. Vita Mortis Carreo. Ich hab doch einen Feuchtzauber gewirkt. Okay, laden. Ich hab doch feucht gewirkt, oder? Ja, er hat's wohl gebannt.